Lege dich auf den Rücken, streck das rechte Bein aus und stell das linke Bein an. Setz den linken Fuß über das rechte Bein. Greif mit der rechten Hand zum linken Knie und strecke den linken Arm nach links aus. Zieh das linke Knie Richtung Boden. Und schau mit dem Kopf zu deiner linken Hand. Du kannst die Dehnung am Oberschenkel spüren, auf der linken Seite oder den Zug über dem Gesäß oder an der Lendenwirbelsäule. Und die Übung dehnt auch deine linke Schulter. Halte die Übung 30 bis 60 Sekunden lang. Dann komm wieder zur Mitte. Zieh die Knie heran zur Brust und mach dich ganz rund. Und dann wechsel die Seite. Begib dich in die Drehdehnlagerung auf der anderen Seite. Halte auch hier die Dehnung 30 bis 60 Sekunden lang.